Hallo, liebe Zuhörer. Wieso filmt man eine Truhe? Dies ist eine alte Holztruhe, die ein bisschen schick mit einem Tuch abgehängt ist. Und hierin befindet sich mein kleiner Altar. Er ist versteckt, weil nicht jeder in der Wohngemeinschaft das Innere kennenlernen soll. Jetzt werden wir ihn mal öffnen. Ich möchte euch hier eine Variante zeigen, um auch in WGs oder irgendwo anders, wo es vielleicht nicht schön oder gut ist, einen Wicker-Altar einfach im Raum stehen zu lassen. Das ist eine alte Holztruhe, die ich mir selbst aufbereitet habe. Und darin habe ich ein Brett, das ist einfach nur ein Brett, mit Halterungen versehen, geschmückt, angefertigt. Und das kann ich anhand zweier Ketten absenken und die Truhe schließen. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, wie es abgesenkt aussehen wird. Jetzt ist das Brett versenkt. Der Altar ist nicht mehr sichtbar. Und wenn ich den Deckel schließe, ist es einfach nur noch eine Truhe. Achtet darauf, dass ihr die abschließen könnt. Und bewahrt euren Schlüssel gut auf, dass nur ihr wisst, wo er ist. Ich habe euch hier eine Skizze gemacht, wie die Truhe aussieht. Das ist der Deckel. Das ist die Truhe. Und in der Truhe sind Klötze. In dem Fall von meiner Truhe sind die ungefähr 15 cm hoch an allen vier Ecken. Und darauf senkt sich das Brett ab, das genau in diese Truhe hineinpasst, auf dem die ganzen Altarsachen stehen. An diesen Ecken hier und hier, sowohl auf der anderen Seite als auch hier, ist die Kette. Hier und hier Kette, an der wir es ablassen oder hochziehen können. Damit das Brett hier auch hält, hat jede Ecke ein Holzklötzchen, welches hier verschraubt wurde, um es bei Gelegenheit oder bei Gebrauch wegzudrehen. Dann liegt es hier, dann ist das hier gerade und man kann das Brett absenken oder es auszuklappen und dann liegt dieses Teil hier auf der Kante der Truhe auf. Ich hoffe, es ist verständlich. Viel Spaß beim Nachmachen. Eure Hexe Müs.